und 2 Stück Butterkuchen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. 3,20 bitte. Ja, danke. 5 will ich zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen. Sehen Sie in der Backstube nach, ob wir noch Kartenbrot haben. Beeilen Sie sich bitte. Was darf es bitte sein? Herr Schmidt? Ja? Haben wir noch Kartenbrot da? Nichts mehr da, tut mir leid. Alles schon weg. Du roll nicht so dünn aus. Das geht schon klar. Tag, Frau Scherzer. Tag, Herr Schmidt. Gibt's was Neues? Nichts Besonderes. Im Laden ist vorhin von einem Einbruch erzählt worden. Naja, steht hier in der Zeitung. Im Fotogeschäft ist eingebrochen worden. Was mit der Post gekommen? Nur 2 Rechnungen. Tja, ich muss weggehen. Ich bin um 9:30 beim Zahnarzt bestellt. Das wird wieder eine Tortur werden. Lass dir doch eine Spritze geben. Davor habe ich noch mehr Angst. Dann ist er nicht zu helfen. Ich weiß. Und dann haben wir zu dritt die Schule geschwänzt. Sind ins Nachbardorf gerannt. Da gab's einen Bauern, der hatte in seinem Garten Pflaumenbäume stehen. Aber ich sage Ihnen, Anni, die besten weit und breit. Und wir natürlich in die Bäume geklettert, uns die Taschen vollgesteckt. Und plötzlich höre ich auf einmal Schritte. Und aus dem Haus kommt der Bauer mit seinem ältesten Sohn. Und wie der ganz dicht bei uns vorbeikommt, da höre ich, wie der sagt, wir müssen morgen die Pflaumen abernten. Sonst kommt noch jemand auf die Idee und klaut uns welche. Na, dann gingen die beiden weiter. Ich war vielleicht erleichtert. Und da kam ein Hund angerannt. Aber ein Schäferhund, aber so ein Kamerad, sage ich Ihnen. Und dann fing der an zu bellen, genau unter dem Baum, auf dem ich saß. Oh, was ist denn hier los? Was soll denn los sein? Ist hier Märchenstunde? Gibt's in der Backstube nichts mehr zu tun? Nicht viel. Für Sonnabend sind 6 Kuchen bestellt worden. Hier, ich hab's auf dem Block notiert. Was heißt das hier? Streuselkuchen. Das soll ein Mensch lesen können. Ist noch genug Blätterteig übrig? Nein, kein Stück mehr. Ich habe es nicht gern, wenn Sie meinen Mann von der Arbeit abhalten. Dafür werden Sie nicht bezahlt, verstehen Sie? Man wird doch noch ein bisschen plaudern dürfen. Was Sie hier dürfen oder nicht dürfen, da habe ich immer noch ein Wort mitzureden. Wenn Sie meinen? Ja, das meine ich. Und ich meine es ernst. Sie haben keinen Grund. Ich habe Ihnen keinen Grund gegeben, dass Sie so mit mir reden. Wenn es Ihnen nicht mehr passt, Fräulein Klein, können Sie ja gehen. Wollen Sie mich entlassen? Je länger ich Ihnen zuhöre, desto mehr bekomme ich Lust dazu. Ich kann überall Arbeit finden. Dann suchen Sie sich morgen eine andere. Wie bitte? Sie haben mich verstanden. Ich habe einen Monat Kündigungsfrist. Außerdem stehen mir noch 8 Tage Urlaub zu. Was Ihnen zusteht, bekommen Sie. Selbstverständlich. Bis auf den Pfennig. Aber ich will Sie ja nicht mehr sehen. Ich möchte wissen, was dir einfällt, die Anni zu entlassen. Na und? Ohne mich zu fragen. Ohne dich zu fragen. Glaub ja nicht, dass ich mir das bieten lasse. Spiel dich nicht so auf. Ich habe die Nase voll von deinen Rechthabereien. Immer muss alles nach deinem Kopf gehen. Ist es uns bisher damit schlecht gegangen? Darum geht es ja hier gar nicht. So, worum geht es dann, mein Lieber? Ich habe deine Eigenmächtigkeiten satt. Schrei mich nicht an, du. Das verbitte ich mir, verstanden? Eine andere Tonart verstehst du doch überhaupt. Halt endlich deine Klappe! Meine
Meinung weißt du jedenfalls. Wenn ich wieder mal eine Verkäuferin entlassen will, dann werde ich dich vorher um Erlaubnis bitten. Schriftlich. Mach nur so weiter. Irgendwann. Das ist irgendwann. Irgendwann, das wirst du neu erleben. Da rutscht mir die Hand aus. Das möchte ich dir nicht empfehlen, mein Lieber. Wie viele Weißbrote sind denn bestellt? 40. Vom Hotel Krone? Ja. Und wann sind die bestellt? Heute Vormittag, Herr Schmidt. Was denn heute Vormittag? Das sagen Sie erst jetzt? Soll ich Ihretwegen Überstunden machen? Ich habe so viel zu tun gehabt. Dabei habe ich momentan vergessen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Das kommt doch hin. Ja. Was, wie viel waren das? Das sind sechs. Sechs? Na ja, nicht schlecht. Ganz gut. Nicht schlecht. Du hör mal, lass die grünen Kugeln liegen, die taugen noch nichts. Na ja, lass ihn doch werfen. Hallo, Charlie. Zum Wohl, meine Herren. Ja. Noch ein Glas Bier, Herr Schmidt. Nee, ich möchte zahlen. Was, du willst schon gehen? Ich muss morgen früh rechtzeitig aus dem Fehler. Danke. Ja. Entschuldigung. Kannst du sehen, wie viel das ist? Ja. Tschüss. Denn das? Eigentlich wollte ich Ingenieur werden. Bäcker bin ich nur geworden, weil mein Vater das wollte. Ich sollte seine Bäckerei in Aussicht übernehmen. Wenn ich mir überlege, was ich schon alles für Pläne gemacht habe, aus denen dann nichts geworden ist. Ich habe mich schon in der Schule für Maschinen interessiert. Ja, besonders für Lokomotiven, Dampflokomotiven, aber die gibt's ja heute kaum noch. Mein Traum war immer, ein eigenes Geschäft zu haben. Wo einem niemand was sagen kann, wo man weiß, wofür man arbeitet. Das müsste kein großes Geschäft sein. Mir geht's um die Unabhängigkeit. Bitte, wir haben jetzt Feierabend. Wiedersehen. Gute Nacht. Bitte. Sie müssen jetzt gehen. Es ist schon spät genug. Gute Nacht. Gute Nacht. Wann bist du gestern Abend nach Hause gekommen? So gegen eins. Was? So spät erst? Wir haben bis 11 Uhr gekegelt und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Auf dem Heimweg, wie du am Sportheim vorbeigekommen bist, hast du da nichts bemerkt? Was hätte ich denn bemerken sollen? Da ist heute Nacht eingebrochen worden. Ist dir denn niemand begegnet? Wir können ja mal zählen, wer mehr hat. Hallo, ich bin schon wieder in der Schule. Oh, wer spricht denn da? Monika. Ach, Monika. Jetzt habe ich dich gar nicht erkannt. Wann kommst du da nach Hause? Ich mach auf. Nee, lass mich nicht. Hallo. 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 Was ist da wohl drin? Eine Schokolade. Richtig. Und da eine Brezel. Auch richtig. Ich habe mir vorige Woche ein paar Reiseprospekte besorgt. Ich möchte gerne mal mit Monika verreisen. Wohin? Wahrscheinlich im Bayerischen Wald, so für 3 Wochen. Es gibt da sehr günstige Angebote. Ah, nee. Ich habe überlegt, ob ich mich nicht scheiden lassen soll. Die ganze Zeit denke ich darüber nach. Ich wäre sofort dazu bereit.
Aber die Bäckerei gehört meiner Frau. Ich habe eingeheiratet nach dem Krieg, als ich aus dem Sudetenland gekommen bin. Wenn ich mich jetzt scheiden lasse, was besitze ich dann noch? Was bin ich dann noch? Dann habe ich 30 Jahre und... umsonst gearbeitet. Musst du unbedingt noch Zeitung lesen? Bin tagsüber nicht zugekommen. Ich kann nicht schlafen, wenn du mit dem Papier raschelst. Bin gleich fertig. Vorhin hat der Steuerberater angerufen. Er kommt morgen Vormittag vorbei, gegen 11. Er möchte dann alle Belege haben, die er für unsere Bilanz braucht. Ja, ist gut. Entschuldige übrigens. Was? Dass ich dir den Nachmittag verdorben habe. Aber du musst wissen, ich habe von einer Freundin einen Tipp bekommen. Und es gibt Dinge, die glaubt man nicht, bevor man sie nicht gesehen hat. Wenn du schon unbedingt ein Frauenzimmer neben mir brauchst, musst du dann auch noch mit dir spazieren gehen. Am helllichten Tag. Ich hab dich für gescheiter gehalten. Jetzt hör mal zu, Olga. Wenn es dir hier nicht mehr passt, wenn es dir anderswo besser gefällt, du kannst jederzeit gehen, von mir aus schon morgen. Pack deine Koffer und geh. Ich leg dir nichts in den Weg. Überhaupt nichts. Olga, das ist doch so. Ich habe 14 Stunden lang gearbeitet, ich möchte jetzt schlafen. Also ich muss dir ehrlich sagen, Anni, mir gefällt das nicht. Du bist doch der gleichen Meinung hier irgendwie. Ja. Du musst dich nicht in meine Sachen einmischen, Mama. Ich weiß schon selbst, was ich zu tun habe. Dafür bin ich, weiß Gott, alt genug. Ja, aber Kind, wir wollen dir doch gar keine Vorschriften machen. Keine Vorwürfe. Darum sind wir doch nicht hergekommen. Aber man wird dir doch noch einen Rat geben dürfen, nicht? Ich glaube, das Recht steht uns zu. Du bist doch der gleichen Meinung, Jürgen, nicht? Ja. Ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, das tut auf die Dauer nicht gut. Soll man sich erst gar nicht drauf einlassen. Sieh doch lieber zu, dass du einen Mann findest, den du heiraten kannst, damit die Kleine endlich einen Vater kriegt. Das muss sein, Anni. Das ist notwendig. Mein Gott, Kind, wer so aussieht wie du, der braucht sich doch nicht an einen verheirateten Mann zu hängen. Gut, ich sag das nicht wegen der Moral. Aber es ist einfach eine Dummheit. Du bist doch der gleichen Meinung, Jürgen, nicht? Ja. Ja. Bitte. Danke. Tschüss. Barbara Fischer? Ja? Um Gottes Willen. Ja, ich richte es aus. Ich sag sofort. Hm? Herr Schmidt! Herr Schmidt! Herr Schmidt! Was ist denn? Sie müssen sofort nach hinten. Ihre Frau, die ist... sie ist gegen Baum gefahren. Wie? Der Herr, der angerufen hat, hat gesagt, der Wagen ist total kaputt. Er glaubt nicht, dass sie... dass sie... Nein.
Tag, Herr Schmidt. Guten Tag. Ich muss Ihnen leider mitteilen, Herr Schmidt, dass Ihre Frau... Ich hab's eben erfahren. Tja, sie hat einen LKW überholen wollen, in einer unübersichtlichen Kurve. Der Wagen hat nur noch Schrottwert. Ihre Frau hat ein unbeschreibliches Glück gehabt, Herr Schmidt. Sind Sie in der Kaskoversicherung? Nein. Tja, an dem Unfall ist Ihre Frau ganz und gar allein schuld, da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Das wird ein teurer Spaß für Sie, Herr Schmidt. Was machst du für ein Gesicht, du Dämelack? Du alter Sauertopf. Muss ich mich alleine freuen, hä? Warum freust du dich nicht auch? Für einen Moment habe ich heute Nachmittag ja gedacht, nun ist fini. Nun ist der ganze Zauber aus und vorbei. Aber ich habe Glück gehabt, mein Lieber. Ich habe einen Schutzengel gehabt, mein Schatz. Weißt du, was du bist? Ein Trauerkloß und ein Armleuchter dazu. Sag mal, dich kann man wohl nicht beleidigen, was? Hol noch eine Flasche hoch. Hopp, hopp. Die Flasche ist noch halb voll. Ich hab dir gesagt, du sollst noch eine Flasche hochholen. Du bist ja betrunken. Natürlich bin ich betrunken. Ich hab ja auch allen Grund dazu. Bin ja schließlich dem Sensenmann von der Schippe gesprungen. Prost! Was denn für Pläne? Was für Pläne meinst du denn, Anni? Manchmal mache ich eben Pläne. So? Ich überlege, ob ich nicht wegziehen soll. Was denn? Du bist weg von hier? Wie kommst du denn auf den Gedanken? Vielleicht wäre es das Beste, Erich. Wie kannst du denn sowas sagen? Das ist doch Unsinn. So unsinnig ist es gar nicht. Anni. Ich denke öfter drüber nach. Immer wieder mal. Dass du weggehst von hier, das kann ich mir nicht vorstellen. Was wird denn dann aus mir? Und wenn ich bleibe? Was wird denn aus mir? Geh jetzt. Zu spät war es noch nie. Ist mir egal. Ist nicht egal. Du musst jetzt gehen. Mach aus der Treppe keinen Lärm und schließ die Haustür ab. Erich. Tschüss. Was ist? Schläfst du oder träumst du? Ich sag dir doch schon die ganze Zeit, sieh zu, dass du abends zeitiger ins Bett kommst. Schon wieder eingebrochen worden. Ganz in unserer Nähe, in der Tankstelle. Und weißt du wann? Abends um 8:30. Die Kerle werden immer frecher. Hast du den Mehlhändler angerufen? Ja. Wann kommt er? Übermorgen gegen Mittag.
Was machst du heute Abend? Hast du etwas vor? Nein. Nein. Du gehst heute nicht zu deiner Schicksal? Ich hab dich was gefragt, Erich. Hab nicht zugehört, entschuldige. Ich gehe zum Kegeln. Viel Spaß. Die Nerven knistern. Wenn wir das doch hätten. Was? Thank you.
gut. Musst du denn nicht nach Hause? Morgen ist keine Schule. Mach du es besser. Zieh die Jacke aus, Otto. Wenn du nicht mindestens 7 wirfst, dann haben wir verloren. Ja, ist klar. Guten Abend allerseits. Guten Abend, Erich. Guten Abend, Erich. Na, wie geht's? Na, wie soll's schon gehen? Na? Guten Abend, Dora. Ein Pilz. Gibt's was Neues? Tag, Erich. Bitte. Tag. Nicht, dass ich wüsste. Was macht das Geschäft? Na ja, geht seinen Gang. Dankeschön. Na dann, Prost, Erich. Prost. Vergessen, seinen Backofen abzuschalten. Nun sind alle Brötchen verkocht. Sie ist sehr aufgeregt. Ja, was gibt's? Was ist denn los, Olga? Oh, hier. Komm schnell. Da ist jemand im Haus, glaube ich. Hallo. Olga, hallo. Das ist was passiert. Was ist denn los, Erich? Ich weiß nicht, meine Frau. Ich muss sofort nach Haus. Hast du einen Wagen mit, Paul? Ja. Kannst du mich fahren? Ich bin zu Fuß hier. Ja, natürlich. Wo rennen die zwei denn hin? Keine Ahnung. Diesmal allerdings geht es nicht nur um Kleingedrucktes oder Werkstatterbe, sondern darüber hinaus um rechtliche Konsequenzen. Was zunächst wie ein Bagatellunfall aussieht, wird sich zu einem existenzbedrohenden Fall ausweiten. Darum achten Sie besonders auf den Unfall am Anfang des ersten Teils, dessen Hergang eindeutig zu sein scheint. Und bedenken Sie, auch Sie könnten in ein ähnliches Geschehen verwickelt werden, als Zeuge oder als Betroffene. Du musst die Polizei anrufen, Erich. Oder soll ich das machen? Ich muss in die Luft. Willst du was trinken? Karstraße 16.
ist irrig. Mein aufrichtiges Beileid. Brauchen Sie mich noch? Nein, nein, vielen Dank. Tja, dann wollen wir mal anfangen, was? Ist jetzt schon der vierte Einbruch in dieser Gegend. Innerhalb der letzten drei Monate. War viel Geld in der Kasse? Nur Wechselgeld. Die heutige Einnahme habe ich um 6 zur Sparkasse gebracht. Hier ist jemand ins Haus eingestiegen. Wohin führt das Fenster? Zum Hof. Wie viele Türen hat Ihr Haus? Ich meine, Türen, die ins Freie führen. Zwei. Die Tür zum Laden und hier unten die Tür zum Hof. Entschuldigung, das Licht. Moment, ich muss erst aufschließen. Ist ja gar nicht abgeschlossen, die Tür. Überrascht Sie das? Wann haben Sie die denn abgeschlossen? Kurz bevor ich gegangen bin. Sind Sie da ganz sicher? Ist das hier der einzige Zugang zu Ihrem Grundstück? Ja. Was gibt's denn? Der Gerichtsarzt ist gekommen. Nein, der hat sich heute wieder mal Zeit gelassen. Komm schnell nach Haus, hat sie gerufen. Es muss jemand im Haus sein. Und plötzlich hat sie geschrien. Und dann war das Gespräch weg. Auf dem Weg zur Tür, da fiel mir ein, dass ich mein Auto nicht mit hatte. Darum habe ich Herrn Rickert gebeten, mich zu fahren. Haben Sie was mit dem Kaufhaus Rickert zu tun in der Georgstraße? Nein, leider nicht. Ich habe nur einen Tabakladen. Ah. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten, Herr Nagel? Kaffee oder was? Ja, sehr gern. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie unterwegs gewesen von der Kickelbahn bis hierher? Nur ein paar Minuten. Sind Sie gleichzeitig mit Herrn Schmidt ins Haus gegangen? Ja, sicher. Ich wollte ihn nicht allein lassen. Es hätte ja sein können, dass... Hat irgendjemand gesehen oder gehört? Nein, niemand. Nichts. Sagen Sie, Herr Schmidt hat ausgesagt, dass er Ihnen
begegnet ist vorhin. Ja, stimmt. Es soll sich um einen Raubmord handeln, ist das wahr? Sie waren doch gerade mit Ihrem Dackel unterwegs auf der Straße. Mein Hund, das ist doch kein Dackel. Das ist ein rein rassiger Cocker Spaniel. Ja. Wann hat der Bäckermeister sein Haus verlassen? Können Sie mir das genau sagen? Wann? Nun, das muss so einige Minuten vor 8 gewesen sein. Ich war auf dem Heimweg. Ich höre um 8 nämlich immer die Nachrichten im Radio. Ist Ihnen außerdem noch jemand begegnet? Ja, mir sind etliche Leute begegnet, wie an jedem Abend. Ja. Aber wer das war, darauf habe ich nicht geachtet. Gut, ja, danke schön. Das sind fast lauter ältere Bilder. Ich habe in den letzten Jahren nicht viel fotografiert. Wie alt ist das Bild? Das habe ich im Urlaub gemacht in Italien. Das war vor 3 Jahren. Und das? Das habe ich im letzten Sommer aufgenommen. Am Wörthersee. Wie alt war Ihre Frau? 52. Also älter als Sie? 3 Jahre. Ich habe hier eingeheiratet. Ach so. Ich bin kein Einheimischer. Ich habe hier früher als Geselle gearbeitet. Als Ihr Vater gestorben war, habe ich meine Meisterprüfung gemacht. Und dann haben wir geheiratet. Sie haben keine Kinder? Wir hatten einen Sohn. Der ist im vorigen Jahr verunglückt. 3 Wochen, nachdem er seinen Führerschein bekommen hatte, ist er auf der Autobahn bei Erfurt. Vielleicht haben Sie Bilder in der Zeitung gesehen. Herr Schmidt? Wer besitzt einen Hausschlüssel? Ich habe einen und meine Frau hatte einen. Sonst niemand. Und die Verkäuferin? Nein. Haben Sie sonst noch Angestellte? Einen Gesellen. Und der hat auch keinen Schlüssel? Nein. Also, wie ich unter der Tür gestanden bin und Sie so liegen gesehen habe, mir ist ganz schlecht geworden. Das erlebt man schließlich nicht jeden Tag, nicht? So was kommt immer wieder mal vor. Unter uns gesagt, die Olle hatte Haare auf den Zähnen. Der gute Erich hatte bei ihr nichts zu lachen. Friede, Ihre Arche. Am 29. August, Einbruch im Fotogeschäft Thomas, Ladenkasse erbrochen, da wurden die Diebe überrascht und flohen. Beute, 400 Mark Bargeld, 8 Fotoapparate im Werte von ca. 2000 Mark. Dann am 15. September Einbruch im Sportheim des Tennisclubs. Was wurde da gestohlen? Ziemlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Am 24. Oktober Einbruch in der Tankstelle Günther. Die Diebe wurden von einem Nachbarn gestört und flohen. Beute schätzungsweise 600 Mark Bargeld. Ja, und jetzt der vierte Fall. Sind Sie der Meinung, dass es sich jedes Mal um dieselben Täter handelt? Diese Vermutung liegt doch nahe. Oder nicht? Sind denn keine Hinweise eingegangen? Ich meine, die Täter sind doch schließlich zweimal überrascht worden. Ja. Der Mann, der Sie in der Tankstelle überrascht hat, der sagt aus, 2 junge Kerle, 17-Jährige etwa. Bitte? Herr Henkel, ich glaube nicht, dass diese Einbrüche irgendwas mit unserem Fall zu tun haben. Ach, Sie meinen, wer bei 2 Einbrüchen überrascht wird und flieht, der begeht keinen Mord? Ja, das ist ein Argument, das gebe ich zu. Obwohl sich natürlich auch sagen lässt, dass die Diebe nur deshalb keinen Mord begangen haben, weil sie von denen, die sie überrascht haben, nicht erkannt worden sind. Mhm. Es könnte ja auch eine Kurzschlusshandlung gewesen sein. Ja. Möglich. Herr Nagel, Sie bitte davon. Ja? Anni? Ich wollte dir nur sagen, das ist alles gut gegangen. So. Ja. Gute Nacht. Und bitte vergiss nicht unsere Verabredung. Wir dürfen uns in der nächsten Zeit nicht sehen. Ja. Gute Nacht.
Fahrt. Herr Schmidt. Tag, Herr Nagel. Guten Tag, Herr Schmidt. Dürfte ich mal kurz in den Laden nehmen? Oh, natürlich. Dankeschön. Ja. Na? Ach, ich habe kaum Auge zugemacht, obwohl ich ein paar Tabletten genommen habe. Erst gegen morgen bin ich ein bisschen eingeschlagen. Irgendwas Neues? Nein, nur Routinearbeit. Wo ist denn das Fenster? Ach so, das habe ich weggegeben. Ein paar Häuser weiter ist eine Glaserei und die haben ja versprochen, die Scheibe bis zum Nachmittag einzusetzen. Herr Schmidt? Entschuldigen Sie, aber ich wollte das gleich machen lassen. Sonst kann ja jeder ins Haus einsteigen. Ich glaube nicht, dass sie noch zu reparieren ist. Der Hebel lässt sich nicht mehr bewegen. Die Kasse geht nicht rein. Sie kannten Frau Schmidt recht gut, nicht wahr? Ja, wie man sich eben kennt, wenn man an jedem Werktag 8 Stunden nebeneinander hinterm Ladentisch steht. Ich bin mit ihr ganz gut ausgekommen. Obwohl sie manchmal schon ihre Launen hatte. Aber das hing wohl auch mit den Wechseljahren zusammen. Wenn man ihr widersprochen hat, ist sie schnell heftig geworden. Und die Anja hat sie deswegen sogar kurzerhand hinausgeschmissen. Von einer Stunde zur anderen. Oh, danke vielmals. Da liegt ja noch Geld. Sie hat sich immer gleich aufgeregt, wissen Sie? Über jede Kleinigkeit. Sogar über Politik. Ich habe erst kürzlich noch zu ihr gesagt, eine Frau wie Sie, die hat doch keine Sorgen. Im Sommer war sie in Reit im Winkel. Und vor ein paar Wochen hat ihr Mann ein neues Auto gekauft. Wer sich sowas leisten kann, der hat doch eigentlich keinen Grund, wer ist denn diese Annie? Ich arbeite erst seit kurzem hier. Früher war die Annie klein im Laden. Ist Ihnen bekannt, wo die wohnt? Nö, das weiß ich nicht. Ja, danke schön. Mhm. Was machen Sie eigentlich mit dem Gebäck, das Sie nicht verkaufen? Selber essen. Außerdem füttern wir 2 Schweine. Gewesen sind? Ja. Sekunden. Gut geschätzt. Wir fahren sofort zurück, Herr Schmidt. Ich möchte nur mich vorher noch mit der Kellnerin unterhalten, wenn Sie so lange hier warten würden. Ja, natürlich. Und dann klingelte das Telefon. Es war Frau Schmidt, die einen sehr aufgeregten Eindruck gemacht hat. Was hat sie gesagt? Sie sagte, hier ist Frau Schmidt. Mein Mann ist doch bei Ihnen, nicht? Und holen Sie ihn mal ganz schnell ans Telefon. Was ich auch getan habe. Danke vielmals. Herr Schmidt hat gerufen, was ist denn los? Worauf sie schrie, komm sofort heim, es ist jemand im Haus. Und dann kam plötzlich ein Schrei und dann ein dumpfer Schlag. Um wie viel Uhr war das? Ich habe erst auf die Uhr gesehen, als Herr Schmidt gegangen war. Da war es 7:45. Wo hat der Herr Rickert gestern sein Auto geparkt? Hier, gleich neben Eingang. Und Sie sind dann sofort losgefahren? Ja, natürlich. War gestern Abend viel Verkehr? Nein. Wie schnell ist Herr Rickert denn gefahren? Na, über 50. Vier Minuten, 30 Sekunden. Das ist nicht so viel Zeit, um einen Mord zu begehen, zu stehlen und zu fliehen. Für einen Mann, aber vielleicht war der Täter gar nicht allein. Bei dem Einbruch neulich in der Tankstelle, das sollen doch auch 2 gewesen sein. Mann.
Mein aufrichtiges Beileid, Herr Schmidt. Ja, danke. Und was ich noch fragen wollte, ich habe für Dienstag 2 Obstkuchen bestellt. Mein Mann hat Geburtstag. Wenn Sie nicht liefern können, dann muss ich anderswo. Ich liefere. Danke. Hier, diese Briefe. Die sind für Sie abgegeben worden. Dankeschön. Soll ich Ihnen Mittagessen kochen, Herr Schmidt? Nein, nein, danke schön. Mach ich schon. Um 8? Da lag ich schon im Bett. Ich habe nichts gehört und gesehen. Mann. Diese Kriminalität. Man traut sich abends bald nicht mehr allein auf die Straße. Kannten Sie Frau Schmidt näher? Ich habe mein Brot bei ihr gekauft. Kuchen. Wie hätte ich was bemerken sollen, Herr Kommissar? Ich war gestern bei meiner Schwiegertochter zu Besuch. Und als ich heimkam, stand die Polizei schon vor dem Haus. Die arme Frau Schmidt. Weiß man schon, wann sie beerdigt wird? Nein. Wie oft hat sie mir nach dem Krieg, als noch alles streng rationiert war, ein Laib Brot zugesteckt. Ganz ohne Marken. Wer so viel hungrige Mäuler zu stopfen hat, wie sie, sagte sie. Tja, sie war eine gute. Eine gütige Frau. Ja, das ist richtig. Ich habe 3 Jahre in der Bäckerei Fischer verkauft. Bis zum August. Und warum haben Sie Ihren Arbeitsplatz aufgegeben? Ach, wissen Sie, es war eine ziemlich stumpfsinnige Beschäftigung. Hinzu kommt, dass die Chefin immer launischer wurde. Mit dem Verdienst war es auch nicht so weit her. Ich verdiene jetzt wesentlich mehr. Wo sind Sie denn jetzt beschäftigt? Im Supermarkt, als Kassiererin. Kassiererin. Sie haben 3 Jahre neben der Ermordeten gearbeitet. Da lernt man sich doch ganz gut kennen, nicht wahr? Und erfährt viel vom anderen. Ach, Sie glauben, dass es jemanden gibt, der einen Grund hätte? Warum nicht? In der Zeitung stand doch, dass sie beim Telefonieren von einem Einbrecher überrascht worden ist. Ist nur eine Vermutung. Ach so. Wollen Sie? Ach nein, danke vielmals. Aber wenn Sie gestatten, dann ich gerne eine Zigarre rauchen. Ja, bitte gern. Ja, aber es muss ein Fremder gewesen sein. Warum? Jeder, der die Verhältnisse in der Bäckerei nur ein bisschen kennt, weiß, dass am Freitag nur Wechselgeld in der Kasse ist. Die Tageseinnahmen bringt der Schmidt immer zur Sparkasse. Als Sie in der Bäckerei gearbeitet haben, hatten Sie da einen Hausschlüssel? Ja, sicher. Und haben Sie den Schlüssel wieder zurückgegeben? Ja, natürlich. Wie ich weggegangen bin, habe ich ihn der Chefin zurückgegeben. Ja, das wär's. Das heißt, darf ich noch fragen, wo Sie den gestrigen Abend verbracht haben? Zu Hause. Den ganzen Abend? Ja. Wohnen Sie alleine hier? Nein, mit meiner Tochter, die ist momentan im Kindergarten. Ach. Wiedersehen. Wiedersehen. Muss das sein? Entschuldigen Sie vielmals. Dankeschön. Sagen Sie, machen Sie jeden Tag hier sauber? Ja, jeden Nachmittag. Warum? Sagen Sie, ist Ihnen jemand von diesen beiden hier bekannt? Die Frau nicht. Der Mann ja. Wo ist Ihnen der schon begegnet? Hier, im Haus, erst neulich. Haben Sie gesehen, wen er besucht hat? Darum kümmere ich mich nicht. Ja. Herr Schmidt, müssen Sie doch mal stören. Sie stören nicht, meine Herren. Aber ich will Montag mein Geschäft wieder öffnen. Sonst verläuft sich die Kundschaft. Ich müsste Ihnen ein paar Fragen stellen. Ein paar Fragen über Ihre Ehe.
Meine Ehe. Was hatten die mit dem Einbruch zu tun? Sie haben sich mit Ihrer Frau, also, nicht besonders gut verstanden. Wer erzählt denn sowas? Stimmt das oder nicht? Nach 25 Jahren Ehe, da lebt man nebeneinander her. Man kennt sich. Man macht sich nichts mehr vor. Geht euch ebenso, hm? Ich habe vorhin das Fräulein Klein besucht, Ihre frühere Verkäuferin. Warum ist denn die entlassen worden? Weil sie sich mit meiner Frau nicht verstanden hat. Sie haben doch ein Verhältnis mit der Dame, oder? Was hat denn das mit dem Einbruch zu tun? Wollen Sie nicht erstmal meine Frage beantworten? In dem Haus, in dem Ihre Freundin wohnt, haben wir nicht weniger als 4 Personen gefunden, die Sie dort gesehen haben. Das können Sie doch nicht abstreiten, Herr Schmidt. Ihre Freundin tut das auch nicht. Also schön, wenn Sie es unbedingt hören wollen. Ja, ich hatte was mit ihr. Warum auch nicht? Geht doch niemandem was an. Haben Sie ihr die Ehe versprochen? Die Ehe? Was ist das für ein Gedanke? Ich war doch verheiratet. Ja, man kann sich ja scheiden lassen. Über Ehe habe ich mit ihr nicht gesprochen. Kein Wort. Herr Schmidt. Ja? Ist das Blätterteig? Das ist ganz einfacher Mürbeteig. Ah, ja. Mhm. Aber was hat denn das alles mit dem Einbruch zu tun? Herr Schmidt, ich glaube immer weniger, dass es sich bei dem Einbruch um einen Einbruch handelt. Bevor jemand eine Scheibe einschlägt, überzeugt er sich doch vorher, ob nicht irgendwo ein Fenster oder eine Tür offen ist, oder? Vielleicht hat er das nicht für möglich gehalten. Ja, und was hat er gestohlen? So gut wie nichts. Weil meine Frau ihn bei der Arbeit gestört hat. Und dann noch was. Ein Einbruch. Abends. Kurz nach 8. So, in der Tankstelle ist um 8:30 eingebrochen worden. Lassen Sie, ich nehme viel mehr an, dass diese 3 Einbrüche, die hier kürzlich in der Gegend passiert sind, jemand auf den Gedanken gebracht haben, einen 4. Einbruch zu fingieren und bei dieser Gelegenheit ihre Frau zu töten. Kommen Sie denn auf so einen Gedanken? Finden Sie den so abwegig? Ja, allerdings. Was, du kennst ihn, Fritz? Mhm. Wieso kennst du ihn? Ich habe ihn gesehen. Wann? Wo denn? Gestern Abend, mein Schatz. Vom Fenster dort aus. Ja? Als ich wegging, habe ich wie üblich einen Blick aus dem Fenster geworfen. Habe ich gesehen, wie er die Bäckerei verlassen hat. Durch die rückwärtige Tür. Und wie er fortgerannt ist, als wäre der Teufel hinter ihm her. Du hast ihn wirklich erkannt? Nicht sofort, aber wie er aus dem Hof kam, da musste er an der Straßenlampe vorbei. Hilf mir doch bitte. Wer ist es denn? Ein Maurer. Er arbeitet bei der Firma, die im vergangenen Jahr mein Haus gebaut hat. Ich habe ihn oft gesehen, ich habe ihn sogar ein paar Mal gesprochen. Oh. Hast du schon die Polizei gemeldet? Die Polizei? Du hast vielleicht Ideen. Wie, du hast nicht? Nein. Warum denn nicht? Weil es unmöglich ist, mein Schatz. Ich bin im Stadtrat, ein Mann, der im öffentlichen Leben steht. Ihm gerade deshalb musst du... Quatsch, ihm gerade deshalb kann ich es mir nicht leisten. Wieso? Wieso denn nicht? Nun hör doch einmal zu, mein Schatz. Die Polizei würde selbstverständlich sofort fragen, wo befanden Sie sich, Herr Mielke, als Sie den Mörder sahen? Was soll ich darauf antworten, Schatz? Etwa die Wahrheit? Wer garantiert mir, dass die Beamten dicht halten? Die haben doch ihre Vorschriften, oder? Ach, was nützen der Politik Vorschriften? Da braucht nur ein Polizist bei der anderen Partei zu sein. So eine Knüller lässt sich keine Opposition entgehen. Da weiß morgen die ganze Stadt, sogar der Stadtrat Mielke, verkehrt bei der Witwe Scherzer. Was heißt sogar?
Was willst du damit sagen, Fritz? Reg dich nicht auf, ich bitte dich. Schatz, Ich reg mich nicht auf. Ich habe doch nur gesagt, was die Leute sagen würden. Die Leute. Aus Bosheit und aus Neid, mein Schatz. Aber nein, ich kann das Risiko nicht eingehen. Vermutlich bin ich der einzige Zeuge und muss vor Gericht aussagen. So etwas lässt sich einfach nicht totschweigen. Das mag ja alles stimmen. Und ob das stimmt. Aber deshalb kannst du doch einen Mörder nicht laufen lassen. Das wäre doch unverantwortlich. Sag doch du, dass du ihn gesehen hast. Ich? Warum nicht? Wie heißt der? Fink. Wilhelm Fink. Wiedersehen, mein Schatz. Wann kommst du wieder? Am Mittwoch. Nein, das geht nicht. Am Mittwoch? Nein. Hast du schon was anderes vor? Ich kann nicht zur Polizei gehen, Fritz. Ich bin doch schon vernommen worden von diesem jungen Kommissar. Ich kann doch nicht plötzlich eine andere Aussage machen. Vergiss eben nicht. Aber die Gerechtigkeit, Fritz. Die siegt auch ohne uns, mein Schatz. Und die Ehe? Die war schlecht. Seit wann? Von Anfang an. Woher wissen Sie denn das? Wer hat's mir erzählt? Hm. Was hat Herr Schmidt Ihnen denn alles erzählt? Dass er eine Frau geheiratet hat, die nichts taugt. Was sie für einen Ruf hatte, das hat er erst so nach und nach erfahren, so im Laufe der Zeit. Und was hatte sie für einen Ruf? Sie war ein Flittchen. Schon mit 16. Im Krieg hat sie sich mit jedem Soldaten eingelassen. Und als dann die Besatzung kam, war sie für ein Stück Schokolade zu haben. Das erzählen die Leute heute noch. Hat Herr Schmidt mit Ihnen mal über eine Heirat gesprochen? Über eine Heirat? Nein. Er ist doch wesentlich älter als Sie und... Und? Wie haben Sie sich denn Ihre Zukunft vorgestellt? Ich meine, ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann? Das vielleicht über Jahre? Ist das ein Zustand, mit dem Sie zufrieden wären? Darüber habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht. Besitzt Herr Schmidt einen Schlüssel zu Ihrer Wohnung? Ja. Seit wann? Seit wir uns näher kennen. Und Sie besitzen einen zu sein? Nein. Wirklich nicht, Fräulein Klein? Ich hatte einen, solange ich in der Bäckerei beschäftigt war, aber nachdem ich dann entlassen worden bin, habe ich ihn der Chefin zurückgegeben. Ja, das haben Sie ja auch ausgesagt. Wenn Sie mir nicht glauben wollen? Ich glaube Ihnen ja. Ich glaube Ihnen ja, aber... Es wäre immerhin möglich, dass Herr Schmidt Ihnen den Schlüssel wiedergegeben hätte, oder? Nein. Wissen Sie, ich habe da so eine Theorie. Der Täter kam über den Hof, aber er ist nicht durch das Fenster eingestiegen. Er hatte nämlich einen Schlüssel zu der Tür, die Herr Schmidt an dem Abend, kurz bevor er weggegangen ist, abgeschlossen hatte. Und nach der Tat... Er versucht uns, der Täter, auf eine falsche Spur zu bringen. Deshalb brach er die Ladenkasse auf, schlug die Fensterscheibe ein. Aber dann machte er einen Fehler. Er hat nämlich vergessen, die Tür, durch die er gekommen ist, wieder abzuschließen. Er muss sehr kopflos gewesen sein. Wir sind bei unseren Ermittlungen auf zwei Personen gestoßen, die ein Motiv für die Tat haben. Von denen man sagen könnte, denen war Frau Schmidt im Wege. Und von diesen beiden Personen hat eine Person ein einwandfreies Alibi. Fräulein Klein, wo waren Sie am Freitagabend zwischen 8 und 9 Uhr? Das habe ich doch schon gesagt, ich war zu Hause. Allein? Nein, mit meiner Tochter. Wann haben Sie die denn ins Bett gebracht? Um 7, wie jeden Abend. Haben Sie danach noch mal geguckt, ob sie schläft? Natürlich. Wann? Kurz nach 8. Wir haben festgestellt, dass das gar nicht so schwierig ist,
von Ihrer Wohnung aus in die Garage zu kommen und unbemerkt wegzufahren. Guten Tag, Herr Schmidt. Tag, Frau Scherzer. Und mein Beileid. Danke. Ich weiß, wie das ist. Ich bin ja seit 4 Jahren schon allein. Mich fast 1 Stunde lang vernommen. Was der alles von mir wissen wollte. Deshalb brauchst du keine Angst zu haben. Wohl war mir nicht dabei. Du, der tappt im Dunkeln. Aber er muss irgendwelche Aktivitäten zeigen. Das erwarten seine Vorgesetzten von ihm. Er hat einen Verdacht. Und wenn schon. Du hast mit der Sache nichts zu tun, also nichts zu fürchten. Ich möchte gehen. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend, Herr Nagel. Ich müsste Sie mal sprechen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein. Das heißt, ich bin gerade dabei, mein Abendessen zu machen. Ich war heute Nachmittag schon mal hier, so gegen 4 Uhr. Da war ich spazieren. Aber bitte kommen Sie doch rein. Danke. Ja, die Presse hat ja ausführlich über den Tod Ihrer Frau berichtet. Und auch sehr ausführlich über die Einbrüche, die hier in der letzten Zeit in der Gegend waren. Das hat natürlich Folgen gehabt. So? Was braten Sie denn da? Ein Pfeffersteak. Was denn für Folgen, Herr Nagel? Ja, wir haben die Täter heute Morgen verhaftet. Ach, tatsächlich? Ja, 2 16-jährige Burschen. Der eine heißt Griesinger und der andere Nuscher. Sagen Ihnen die Namen was? Nein. Bei Ihrem ersten Einbruch, da haben die beiden 8 Fotoapparate erbeutet. Und die wollten sie jetzt verkaufen. Wir haben das von jemand erfahren, dem sie angeboten worden sind. Da haben uns die beiden jungen Herren mal vorgenommen. Die elterliche Wohnung durchsucht und dabei haben wir die Kameras sicherstellen können. Alle 8. Ja, am Anfang haben sie noch versucht, sich da rauszureden. Aber dann haben sie 3 Einbrüche zugegeben. Nur mit dem Einbruch hier in der Bäckerei, da wollen die nichts zu tun haben. Na ja. Ganz verständlich, nicht? Hm. Ja, nur die beiden haben ein einwandfreies Alibi. Am Freitagabend zwischen 7 und 9 da waren die beim Basketball spielen. Dafür gibt's Dutzende von Zeugen. Was wird die Polizei jetzt tun?
Sie muss nach einem anderen Täter suchen. Nach einem Herrn X, der am Freitagabend bei uns eingestiegen ist, die Kasse aufgebrochen hat und dabei überrascht worden ist. Und wenn sie den nicht findet, Erich? Was geschieht dann? Dann kommt irgendwann der nächste größere Fall. Dann hat die Polizei was anderes zu tun. Wo willst du denn aussteigen? Lass mich gleich hier raus. Gute Nacht. Gute Nacht, Anne. Nee. Soviel ich weiß, ist die Staatsanwaltschaft damit einverstanden, dass die Leiche der Frau Schmidt zur Bestattung freigegeben wird. Ja, aber nur zur Erdbestattung. Ja. Ist ein Hinweis eingegangen. Der Mörder, den Sie suchen, heißt Wilhelm Fink. Er wurde gesehen, wie er am Freitagabend die Bäckerei Fischer durch den rückwärtigen Ausgang verlassen hat. Keine Unterschrift. Logo. Ist Ihnen der Name Fink geläufig? Nein. Trotzdem. Fink? Ja, der wohnt in derselben Straße wie du, Haus Nummer 37. Wie ist denn der Vorname? Wilhelm. Ach, du meinst Raketenwilli? Wen? Ja, der war doch vor 10 Jahren der schnellste Rechtsaußen der Landesliga, daher hat er seinen Spitznamen. Ach so. Hatte der schon mal was mit uns zu tun? Auch nicht, dass ich wüsste. Ja, danke schön. Pass auf, dass der Teich nicht brandig wird. Ich hab die Zeit eingestellt. Herr Schmidt? Was ist? Ich wollte Ihnen nur sagen, was eben im Laden erzählt worden ist. Was ist denn erzählt worden? Alle Nachbarn sind heute von der Polizei gefragt worden, ob sie am Freitagabend nicht die Anni Klein gesehen haben. So? Auf der Straße oder im Hof hinterm Haus. Das hat nichts zu bedeuten. Gehen Sie wieder in den Laden. Ich kann nicht mehr aussagen. Ich habe nichts mehr auszusagen. Wirklich nicht? Nein. Ich möchte Sie bitten, noch mal ganz genau nachzudenken, Frau Herrn Klein. Wenn Sie mich noch 100 Mal das Gleiche fragen, Herr Kommissar, ich kann nur wiederholen, ich war am Freitagabend zu Hause, in meiner Wohnung den ganzen Abend und habe Sie nicht verlassen. Fällt mir schwer, das zu glauben. Dann glauben Sie es ihm nicht. Möchten Sie auch einen Kaffee? Nein. Ich habe da mal ein paar Spekulationen angestellt. Wäre doch zum Beispiel möglich, dass Herr Schmidt Ihnen neulich einen Hausschlüssel gegeben hat und Sie... Was sollen Sie damit sagen? Nö, nee, das ist nur eine Vermutung. Das ist reiner Unsinn, damit Sie es wissen. Haben Sie denn so schlechte Laune? Ich bin seit über einer Stunde hier. Ich kann die Vernehmung leider nicht abschließen, solange ich noch den Eindruck habe, dass Sie mehr wissen, als Sie mir bisher gesagt haben, Frau Langlein. Ich verstehe wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Geben Sie mir bitte eine ehrliche Antwort, Herr Fink. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich... Eben nicht! Warum waren Sie am Freitagabend in der Bäckerei Fischer? Wollen Sie mir das nicht endlich erzählen? Dass ich am Freitag dort war, das ist eine Behauptung von Ihnen. Das ist eine Tatsache. Sie wurden gesehen. Ich? Ja. Das muss eine Verwechslung sein. Sie wurden erkannt, als Sie das Haus durch den rückwärtigen Ausgang verlassen haben. Und dafür haben Sie wirklich einen Zeugen? Da glauben Sie, ich habe mir das alles nur ausgedacht? Aber ich habe die Frau nicht umgebracht! Ich habe mit dieser Geschichte absolut nichts zu tun! Nicht das Geringste! Bäckerei Fischer, Schmidt. Aber Anni, wir hatten doch ausgemacht. Der Kommissar hat mich heute wieder vernommen. Fast 2 Stunden. Dann haben sie meine ganze Wohnung durchsucht. Ohne Rücksicht auf Monika zu nehmen. Die hing an meinem Rock und stellte ängstliche Fragen. Ich habe bald gar nicht mehr gewusst, was ich hier antworten soll. Ich halte das nicht mehr aus, Erich. Aber Anni. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die Polizei glaubt fest, dass ich es getan habe und dass du Bescheid gewusst hast. Wovor hast du denn Angst? Für diese Theorie gibt's nicht den kleinsten Beweis.
Du darfst jetzt nicht nervös werden, Anni. Du darfst dich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn ich dir erzählen würde, was der Kommissar mich alles gefragt hat. Die wollen dir doch nur Angst einjagen. Die wollen dich einschüchtern. Du musst jetzt stur bei deiner Aussage bleiben. Mehr brauchst du nicht zu tun. Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht versprichst. Dass du keinen Fehler machst. Kein Fehler. Den Rat musst ausgerechnet du mir geben. Wenn du am Freitag die Tür zum Hof zugesperrt hättest, wäre das Ganze gar nicht passiert. Ich schwöre es Ihnen, ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun. Wissen Sie was, Herr Fink? Je länger ich Ihnen zuhöre, desto weniger bin ich geneigt, Ihnen zu glauben. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nehme an, Sie haben sich erst mal für die Ladenkasse interessiert, hm? Also so einen Quatsch habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. So? Und wo waren Sie am Freitagabend? Ich? Wer sonst? Also gut. Ich gebe es zu. Ich war am Freitag in der Bäckerei. Wann? Kurz vor 8. Ich habe in der Karlstraße Schaufenster angesehen und gewartet, bis der Schmidt fortgegangen ist. Dann bin ich durch die rückwärtige Tür ins Haus. War die denn nicht abgeschlossen? So. Und wie haben Sie die aufgemacht? Mit Dietrich? Aber nein, ich habe doch einen Schlüssel. Ich bin also ins Haus und habe leise gepfiffen. Pfiffen? Ja. Ich habe einen Moment gewartet. Dann bin ich bis zur Treppe und habe noch einmal. Wieder nichts. Da habe ich mich gewundert. Worüber? Dass sie nicht geantwortet hat. Wer? Ich wollte ihr einen Besuch machen. Einen Besuch? Ich weiß nicht, wie Sie sowas nennen. Nennt sie einen Besuch. Seit wann kannten Sie denn Frau Schmidt? Sie meinen er? Ja. Beim letzten Schützenfest saß ich zufällig neben ihr im Bierzelt. Ich hatte einiges getrunken. Jedenfalls habe ich ihr, mehr aus Spaß eigentlich, die Hand aufs Knie gelegt. Worauf sie geflüstert hat? Wenn du Lust hast, komm am Freitagabend um 8 vorbei. Da geht mein Mann zum Kegeln. Ich hatte zu dieser Zeit keine feste Freundin. Deshalb sagte er mir, du gehst mal hin. Mal sehen. Sie war nicht mehr die Jüngste. Und auch keine Schönheit, aber naja, wenn man eingeladen wird. Haben Sie Frau Schmidt regelmäßig besucht? Jeden Freitag. Es war der einzige Tag in der Woche, an dem der Bäcker, wie gesagt, Wusste Herr Schmidt von diesen Besuchen? Aber nein. Ich war stets vorsichtig. Ich habe immer gewartet, bis er außer Haus war. Und ich bin nie sehr lange geblieben. Und was war am letzten Freitag? Wie gesagt, ich bin durch die rückwärtige Tür ins Haus und habe Und dann bin ich stutzig geworden, weil sie nicht geantwortet hat. Ich habe im Hausflur gewartet. Und wie ich dabei zufällig einen Blick in den Laden werfe, sehe ich, dass die Ladenkasse aufgebrochen ist. Da sauste ich die Treppe hoch. Und wie ich sie im Wohnzimmer liegen sah, ich war so erschreckt. Ich meine, erschrocken. Es ging mir durch und durch, verstehen Sie? Selbst wenn ich weniger erschrocken, meine erschreckt gewesen wäre. Ich habe mir gesagt, nichts wie weg, nur schnell ab hier. Wie hätte ich beweisen sollen, dass ich mit dieser Sache nichts zu tun habe? Deshalb bin ich wie der Blitz aus dem Haus. Herr Fink, wie lange sind Sie denn am Freitagabend in der Bäckerei gewesen? Ich meine, wie viele Minuten ungefähr? Keine 2 Minuten.
Also, wenn Sie mir nicht glauben. Wohin sind Sie denn anschließend gegangen? Nach Hause? Nein. Erst bin ich noch in den grünen Baum. Dort habe ich was getrunken. Wo ist der Hausschlüssel? Hier, an meinem Schlüsselbund. Kann ich den haben, bitte? Ja, natürlich. Gerne. Damit ich ihn kenne, habe ich ihn gekennzeichnet mit einem roten Faden. Danke. Guten Herr Schmidt, ich... Entschuldigung, dass ich Sie so spät noch belästige, aber ich wollte mich überzeugen, ob dieser Schlüssel hier passt. Was ist denn das für ein Schlüssel? Wo haben Sie den her? Kennen Sie den? Ja, das ist unser Hausschlüssel. Wie sind Sie denn an den gekommen, Herr Nagel? Rein zufällig. Ja. Auch noch fleißig? Ja, ich habe was zu tun. Wurde heute Nachmittag aufgehalten. Zwei Reporter von der Zeitung waren hier und die stehlen einem ja nur die Zeit. Das dauert noch eine Weile und dann haben sie wieder ihre Ruhe. Na, hoffentlich. Wollen Sie das Geschäft jetzt allein weiterführen? Vorerst ja. Aber am liebsten möchte ich die Bäckerei verkaufen. Wegziehen. In irgendeine andere Stadt. Ja, das verstehe ich. Wann ist denn morgen die Beisetzung Ihrer Frau? 13.30 Uhr. Sie können auch daraus gehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Nagel. Der Raketenmüll. Tja. Aber wieso? Ich muss eine Aussage kontrollieren. Das ist eine reine Routine-Sache. Er war am Freitag hier, das stimmt. Können Sie sich noch erinnern, wann er gekommen ist? Kurz vor acht. Das wissen Sie so genau? Er hat ein Bier und einen doppelten Himbeer bestellt. Und während ich beim Einschenken war, fing die Tagesschau an. Ich sagte, mal gucken, ob es was Neues gibt. Aber er war nicht interessiert. Es gab ja auch nichts Neues. Nicht mal in Bonn. Ja, und dann haben ihn die Gäste gefragt, ob er Skat spielen will. Aber er hatte keine Lust dazu gehabt. Er hat nur still gebechert. Bis nach zehn, bis er gegangen ist. Haben Sie sich mit ihm unterhalten? Und natürlich habe ich ihn gefragt, was mit ihm los ist. Er hat gesagt, nichts weiter. Später habe ich ihn gefragt, hat dich wohl deine Freundin sitzen lassen? Dann hat er gesagt, ja, so ungefähr. Guten Abend. Abend. Schon Feierabend hier? Na, Gott sei Dank. Für uns werden Sie doch noch einen Augenblick Zeit haben, oder? Es kommt ganz drauf an, was Sie unter einem Augenblick verstehen. Ja, wir kommen noch mal wegen Ihrer Aussage. Aber ich habe Ihnen doch alles, was ich weiß, längst erzählt. Ja, ich weiß. Ich wollte Ihnen auch nur noch mal ein paar Sätze vorlesen. Sie haben unter anderem ausgesagt, dann klingelte das Telefon, ich hob ab und meldete mich. Am Telefon war Frau Schmidt, die einen sehr aufgeregten Eindruck machte. Sie sagte, hier ist Frau Schmidt, mein Mann ist doch bei Ihnen, nicht? Rufen Sie ihn mal bitte ganz schnell ans Telefon. Ja, das stimmt. Ob das nun der exakte Wortlaut war, weiß ich nicht, aber dem Sinn nach. Kannten Sie Frau Schmidt? Ja. Gut? Nö, vom Sehen. Dankeschön. Aufrichtiges Mitgefühl. Ich kann es immer noch nicht fassen, Erich. Mein Beileid. Danke. Dein
dem Nagel hätte sie gern gesprochen. Was denn jetzt? Möglichst bald. Sind einige Trauergäste von außerhalb gekommen. Entfernte Verwandte. Die erwarten natürlich, dass ich ein bisschen Zeit für sie habe. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht weiß, was ich gehört, dass ich unhöflich bin. Wo ist denn Herr Nagel? Er wartet in Ihrer Wohnung. Hat er gesagt, was er von mir will? Es geht um den Schlüssel, den er Ihnen gestern Abend gezeigt hat. Wo hat er den her? Eben. Was will er Ihnen ja erzählen? Wo ist denn der Chef? Er wartet bereits oben. Das alles? In etwa, ja. Und diesem Herrn Fink, diesem Lumpen, dem glauben Sie mehr als mir. Wer sagt Ihnen, dass er sie nicht umgebracht hat, weil er Geld von ihr wollte? Er besitzt ab 20 Uhr ein einwandfreies Alibi. Ihn entlastet Ihre eigene Aussage, Herr Schmidt. Der Anruf meiner Frau erfolgte um 8:10. Aber da war Ihre Frau bereits tot. Ach so. Kommen Sie. Kommen Sie. Ja, ich habe telefoniert, aber ich hatte keine Ahnung, was er vorhat. Zu mir hat er gesagt, es ist ein Scherz, ein Spaß. Das glaube ich Ihnen nicht. Na, und? Na, wie ich ihn neben der Leiche seiner Frau stehen sah, da kam mir ein kleiner, leiser Verdacht. Irgendwas stimmte da nicht, das spürte ich ganz intensiv. Ja, aber da ich keinen Beweis besaß, behielt ich dieses Gefühl natürlich für mich. We'll be right back.